und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Es ist endlich mal wieder T-Shirt und kurze Hose Wetter. Ich bin mal eben beim Kartoffelschlag. Ja, man sieht, den 30 Liter kann man noch ein bisschen sehen und erahnen, wo das so ein bisschen schlammig ist. Aber größtenteils ist es eigentlich alles sehr trocken. Man sieht, hier Vorgewände ist so ein bisschen dunkler Streifen. Hier so ein bisschen lang und ich war schon eben einmal rüber. Und ganz hinten Vorgewände ist auch ein bisschen nass. Aber sonst hier, der Teil ist alles trocken. Da kann man so laufen, weiß nicht, fahren würde ich jetzt nicht unbedingt, hat auch noch ein bisschen Zeit, aber das nächste Striegeln kommt auf jeden Fall. Man sieht ja auch, die Kartoffeln sind größtenteils schon raus, zumindest auf der ersten Hälfte, die zweite dauert noch ein bisschen. Aber hier sind schon fast überall die Reihen zu, ja zu nicht, aber alle Kartoffeln, die da liegen, gekeimt und rausgeschoben. Deswegen will ich jetzt eigentlich schon bald wieder striegeln, weil ich sonst Angst habe, dass das Kraut so hoch wird, wenn ich da jetzt mit dem Striegel über hinfahre. Dass ich das dann abreiße. Ich darf sowieso jetzt ein bisschen nicht mehr so schnell striegeln wie beim ersten Durchgang. Nicht, dass ich da was kaputt reiße, aber man sieht, ein bisschen Kraut kommt schon wieder durch. Das muss auf jeden Fall alles wieder weg. Man sieht ja, hier ist eigentlich überall wieder trocken, beziehungsweise feucht. Nicht nass, feucht. Und jetzt kann man auch merken, dass die Erde richtig warm wird. Also jetzt kommt das Wachstum. Genau wie beim Grünland ist hier ja auch feucht und warm. Ist gut fürs Wachstum, genau. Ja, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich denke mal 2-3 Tage muss ich auf jeden Fall noch warten, bis ich hier zum Striegeln komme. Genau, dann wollen wir einmal striegeln, dann wieder noch einmal Steine absuchen und dann wieder anhäufeln. Und ab dahin ist, denke ich, nur noch anhäufeln. Dann sind die irgendwann zu groß für den Striegel. Genau, so sieht das aus. Hier nebenan volle Pulle am Silo fahren, beziehungsweise erstmal am Graskern noch. Das geht jetzt überall richtig los, genau. Ich glaube, hätte ich Heulage machen wollen, dann hätte ich, glaube ich, auch schon gemäht. Aber wie gesagt, ich will richtiges Heu machen. Dafür war mir das noch nicht zu stabil genug. Hatte ich im letzten Vlog ja auch gesagt. Und die Befahrbarkeit, die sehe ich noch nicht so gegeben in meinen Augen. Deswegen habe ich noch gewartet. Das soll jetzt die nächsten paar Tage noch trocken bleiben. Aber dann sollen schon wieder 8 Liter Regen kommen. Mal gucken, ob da was kommt und wie viel. Abwarten. So, mal wieder bei meinem zweiten Zuhause gefühlt. Mal gucken, was da so in ist. Achso, erstmal eben. Ich möchte abholen. So, irgendwie das davor halten. Wenn das geht. Hallo? Da. Bestätigen. Ja. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ist das schwer? Ah, ich weiß, was das ist. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ah, warte. Das war, glaube ich, in der Wunschliste. Aber ich weiß gar nicht, warum es zur Packstation kommt. Jedenfalls hört es sich schon sehr flüssig an. aber ich mache es gleich zu Hause mal eben auf. Ja, man kann doch nicht bis nach Hause warten. Und zwar stroht man ohne Ende. Vielen Dank an Agrarservice TB. Der hatte nämlich im vorletzten Video, glaube ich, schon gesagt, dass er was verschickt hat. Ja, er konnte irgendwie keine Nachricht schreiben. Ich weiß nicht, warum so viele keine Nachricht hinterlassen können in den Paketen, aber naja. Schöner Strohmann, besten Dank. Ich glaube, 7 Bottlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sind scheinbar alle heile eingekommen, zumindest stimmt hier nichts. Da kann man sich dann irgendwann mal noch einen von genehmigen. Und oh, eine schöne Knisterfolie. Also besten Dank an dich. Ja, da trinken wir einen auf dich. So, nochmal zwischendurch eine kleine OKF. Herr Niklas, Agrarprofi, nochmal eben beim Mähen zu gucken. Verpflegung haben wir extra mitgebracht. Mal eben gucken hier, wa? Du, ach, dann stehen sie. Sieht man das? Nee. Aber da gehen wir mal eben flott hin. Aber hier ist aber eine Matte drauf, ey. Alter Schwede. Mal eben gucken. Ah, die müssen hierher kommen zum Bier trinken. Das schleppen wir da nicht mit hin. Aber ist überall gut Gras drauf, ey. Das kann man machen. Aber überall, die Schwaden, die liegen überall so dick. Das ist der Hammer, ey. Aber es sind noch nicht zu weit, das. Obwohl doch. Sind doch schon ganz schön draußen, die Ähren. Obwohl, das hätte auch noch schlimmer sein können hier. Das geht noch. Oh ja, Rückzug, das ist gar nicht fishy.
Ja, weiß auch nicht. Irgendwie hat sein Stand und uns hierher geleitet. Aber jetzt ganz woanders. Naja, mit den Jungs hätten wir auch Bier trinken können, aber naja, dann halt nicht. Wir gucken noch mal eben weiter. Aber Gas war da trotzdem gut drauf. Das erklärt jetzt auch einiges. Wir haben schon gedacht, Fischimacker, was hast du denn für Flächen überall? Wie weit fährst du denn? Er kann da gar nicht angehen, dass sich so weit noch lohnt. Aber ja gut, dann erklärt das einiges. Wenn wir jetzt noch 6 Kilometer weit von dir entfernt sind. Ja gut. Dann bis gleich. Oh, hier waren wir vor einer halben Stunde auch schon mal. Haben wir hier schon zusammen gemacht. Tja, mal gucken. Ich weiß nicht, irgendwie hatte der Standort da schon einer mit Rundumleuchte. Irgendwie hatte einer mit der GPS-Empfang irgendwie einer eine Klatsche. Der hat uns irgendwie überall hingeführt, nur nicht da, wo wir hin wollten. Hier kann es auch rein, hier ist auch eine Einfahrt. Ja, die wollte ich auch nehmen. Achso. Siehst du, das sieht schon besser aus. Eben, der hatte nämlich einen Pöttinger Mähweg. Ich habe gedacht, das muss eigentlich Kuhn sein. Siehst du, das sieht besser aus. Da können wir schon gleich eben fixieren und eine Aufnahme machen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich einen Stein am Kopf kriege und hier dann liege. Das wäre noch was. So. Von Mähwerke sind das. Kuhn und Bikon ist ja glaube ich das gleiche, ne? Aber hier sieht das Gras noch besser aus, zumindest von der, vom Alter her. Hier sind noch gar nicht mit Rissen draußen. Also ganz teilweise, aber das ist noch nicht zu alt, würde ich sagen. Nö, das geht noch. Das hätte schlimmer sein können. Nächster Tag, volle Pulle Heuwetter. Ich habe nur eine lange Hose an, ich schwitze mir einen ab, ey. Und das Schlimmste ist, ich habe gerade eben noch ein paar Insta-Stories mal geguckt. Alle am Mähen, schon ganz paar am Heu machen. Kriegt mir doch ein bisschen Bock und ein bisschen Mähdrenalin, aber naja. Ich war eben noch bei mir über der Fläche, aber da kannst du nicht fahren, das ist überall noch nass. Da fährst du sonst nur Scheiße rein in den Boden. Das geht noch nicht, da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Und die Heumaschine müssen wir sowieso ja noch ein bisschen fertig machen. Na gut, was heißt fertig machen? Mal eben einmal nachgucken. Als wir den Wender in Schwader geholt haben, haben wir die ja eine laufen lassen, einmal abgeschmiert und dann hingestellt. Zinken sind ja schon ein paar neue reingekommen an Wender, also normalerweise kann das so losgehen, wenn der Trecker läuft. Aber also den Trecker brauche ich eigentlich nur für den großen Wender, weil das die kleinen packen den nicht. Aber zur Not machen wir das so wie letztes Jahr, dass der IAC vor den kleinen Wender kommt. Das geht ja auch, das hat immer funktioniert. Und für 1,5 Hektar geht das auf jeden Fall. Ja, den Rest nehmen wir später, weil das ein Naturschutzgebiet ist. Das muss bis zum 1.7. auf jeden Fall stehen bleiben. Bis dahin sollte der eigentlich laufen. Ich hoffe ja, oder wir hoffen, dass er diese Woche noch läuft. Kann ich hier nochmal eben schnell gucken. Christoph war dabei und hat schon mal die ersten Leitungen hier reingeschmissen. Hier sind jetzt die neuen Kupferleitungen, sieht man gar nicht so gut, ne? Aber ja, hat er schön gebogen mit der neuen Maschine. Und hier schon angeschlossen, das Ding muss hier noch eben vorweg. Jetzt wo das ab ist, denke ich, bauen wir das einmal ganz ab und lackieren das einmal. Das hatte der Mechaniker, wo ich das in der Werkstatt hatte, irgendwie nicht mitgemacht. Hatten ja auch schon ein, zwei geschrieben, warum das nicht mit lackiert ist. Das finde ich auch umso schöner, wenn das mal eben mit lackiert ist. Jetzt ist es ja alles ab. Jetzt kommt das einmal mit neu. Also neu lackiert. Genau, hier gehen die dann hoch. Hier sind neue Verschraubungen reingekommen. Und die Leitung lassen wir erstmal, weil die so ein bisschen blöd gefummelt sind. Aber die sehen auch noch relativ gut aus. Die lassen wir erstmal noch drin. Das ist quasi der Strang, der hier untergeht bis anderen Sitz. Aber, also ich kann hier nochmal eben die Mannschaft zeigen, die war im Paket drin. Das ist der Kasten nicht. Den hatten wir mit beim Mähen. Genau. So, und ich will nochmal eben eine fixe Reparatur beim Stieger machen, beim Rasenmäher. Und zwar ist hier ein Messer, da ist nur ein Bolzen abgeknackt. Man sieht ja, der steht so, hier muss nur eine kleine Schraube wieder rein, dann geht das wieder. Aber ich denke mal, dass ich die Messer einmal drehe, so wie ich das gesehen habe, kann man die drehen, dass man den nach den macht, dann sind die wieder scharf, weil die auch schon ein bisschen verschlissen sind. Die andere Seite ist deutlich schärfer. Oder ich flexe noch einmal einen lang, aber ich glaube, drehen ist schöner, ja.
Dann sind die auf jeden Fall auch wieder schier, weil man die jetzt schon gerade mal eben hochgeklappt hat. Genau, eben Luftdruck her und abmachen. Und dann mache ich das eben schnell neu. Ich glaube, ich hab gerade Quatsch erzählt. Die kann man doch nicht wechseln von links nach rechts. So, Moment, der saß vorher so rum. Dann dreht er so rum. Hier ist die abgeschliffene Seite. Wenn er so rumdreht, mit der so rum. Und dann müsste dann so wieder hin. Nee, dann ist die abgeschliffene Seite wieder da. Und so passt das nicht. Dachte ich erst, aber kann ja auch nicht funktionieren. Der ist ja so. Ja, hat so eine Welle hier. Ich dachte erst, der ist irgendwo gegengeflogen, dass er verbogen ist, aber die haben das alle. Ich denke mal, das ist dafür, dass er mehr Saugkraft hat, dass sich das Gras quasi aufstellt. Wie so Flügel beim Helikopter, dass es nach oben gesaugt wird, das Gras. Ja, dann mache ich die da doch einfach wieder so ran, schärfe die vielleicht doch mal eben vorher mit der Flex, dass der ein bisschen schärfer ist wieder und dann kommen die da wieder unter. Der war auch schon abgebrochen, habe ich gesehen. Da müssen zwei neue Schrauben rein, hier und da die kleine, der Rest ist noch gut. Ja. Naja, mache ich das so. So, ich habe mal eben den Grat hier so weggemacht, hier von der Klinge, einmal von hinten und von oben. Und hier so ein bisschen, wo der mal einen Stein zu packen hat oder so, hier ist so ein bisschen, kann man schlecht sehen, ne? Wo so ein bisschen rausgebrochen ist, dass das ein bisschen angeglichen wird. Hier ist ja quasi, in welchem Winkel man schleifen soll, schon so ein bisschen vorgegeben. Da habe ich ihn eben einmal lang geflext mit der Schubschreibe und dann ist gut. Jetzt sind die auf jeden Fall deutlich schärfer. Die müssen ja nicht Rasiermesser scharf sein. Jetzt bei den Mähklingen vom Rasen, vom Kreisenmäher ja genauso. Die sind ja auch nicht so, dass man sich damit rasieren kann. Das machen die ja durch die Geschwindigkeit, dass sie gut mähen. Die dürfen natürlich, das darf natürlich nicht kein Flacheisen sein, das da durchmähen soll, aber ja, muss auch kein Rasiermesser sein. Genau, so jetzt hole ich nochmal eben so eine letzte Schraube, die hier mit durchkommt, oder zwei besser gesagt. Schraubt die mir zusammen und dann ist gut. Ja. Oh, Kurva. Ich war gerade nochmal eben am Kartoffelhäuschen, da war eben einer, da habe ich mal eben das Geld rausgeholt. Waren sogar 10 Cent mehr drin. Ja, freut man sich ein bisschen drüber, ne? Und dann spiele ich hier so ein bisschen mit dem Geld, wo ich hierher laufe und auf einmal fällt mir 10 Cent runter. Auf dem Kopfsteinpflaster habe ich nicht wieder gefunden. Ja. Das Trinkgeld auch schon wieder weg. Scheiße. Hätte ich das mal lieber gefilmt. Bei Sven haben die hier, oder habt ihr euch das anscheinend so genau angeguckt, dass ihr wusstet, wo der Euro lag, als wenn da im Baumarkt war. Ja, ich hatte die Kamera nicht an. Oh, mit dem Metalldetektor, oh, genau. Das machen wir jetzt erstmal hier. Mal eben so nebenbei. Den benutze ich sonst auch überhaupt nicht. Den habe ich hier noch stehen. Power. Da bin ich jetzt nochmal gespannt. Also das war nicht geplant, jetzt gerade, dass ich den extra fallen lassen habe, damit ich den ausprobieren kann. Aber ich habe gerade gesehen, wenn man so ein Ding hat, ne, dann kann man den ja auch mal benutzen. Also irgendwo hier so muss er liegen. Da wäre was. Also irgendwie ein Top-Ding ist das nicht. Ich glaube, da ist sogar noch Garantie drauf. An die müssen wir den mal wieder zurückschicken. Tja, ich glaube, das wird nichts mehr hier. Ah doch, oh, hier. Der hat mir der Apparat aber nicht viel geholfen. Habe ich so gefunden. So, siehst du, da ist mein Trinkgeld. Naja, weiß ich auch nicht. Optimal ist das Ding irgendwie nicht. So. Aber na, ich habe zumindest meine 10 Cent wieder. So, jetzt schraube ich aber erstmal die Dinger da auch noch. Jo, Christoph hat gerade schon mal eben die ganzen Leitungen vom 611er wieder zusammengeschraubt, die Bremsleitung. Und ich war währenddessen hier bei und wollte eigentlich mal eben die Bolzen hier austreiben von den Anhängerklappen. Beziehungsweise wir hatten da schon mal angefangen, die auszubohren. Und wollten die dann einfach durchtreiben, aber die saßen so bombenfest, da haben wir dann irgendwann abgebrochen. Immer schön mit WD-40 eingesifft und so. Und jetzt, ja, wie lange lagen die schon? Stimmt.
zwei Monate schon wieder. Und jetzt kann ich da einfach so mit dem Durchtreiber die rausschlagen. Die Seite ging ohne Probleme. Man sieht hier, ist dann so ein Restbolzen, den haben wir einmal aufgebohrt und dann einfach durchgetrieben. Dann kam das hier so raus, weil das saß vorher hier so drin. Das sind die alten Bolzen von der Klappe. Die konnten wir beim Abbauen dann nicht rauskriegen. Die haben wir abgeflext. Und ja, dann kommen hier dann halt neue Bolzen rein. Und die Seite, da ist schon wieder nichts zu machen, komischerweise. Ich habe da jetzt zwei auch schon wieder durchgebohrt. Ich habe die jetzt ein bisschen abkühlen lassen, auch immer BD40 ran. Aber da ist auch überhaupt nichts zu wollen. Die bewegen sich keinen Millimeter. Ich werde die nochmal wieder sitzen lassen. Mal gucken, vielleicht geht es dann. Ich kann das vielleicht nochmal mit Ice Spray versuchen, dass sich das ein bisschen zusammenzieht innen drin. Das ist das Einzige vielleicht nochmal. Ansonsten muss ich wieder abwarten. Ja, der Einzige, der ist rausgekommen. Ansonsten die anderen drei, die wollen überhaupt nicht. Aber wenn, ja, das müsste eigentlich jetzt noch gemacht werden. Wenn die drei raus sind, können ja Farbe rauf, abgeschliffen sind die schon. Und dann könnten die eigentlich an Anhänger ran. Ja, naja, mal gucken. Aber jetzt wollen wir erstmal die Bremsleitung vom 611 abdrücken. Mal gucken, ob das hinhaut. Ich bin gespannt. So, also Gerät funktioniert gut. Nur leider, hatten wir gerade schon Bremsreiniger. Bremsflüssigkeitsunfall, lief alles raus. Einmal hatten wir jetzt noch das hier neu gemacht. Haben wir Licht? Na Kamera. Hier sind ja die beiden Zylinder. Da hatten wir neues Gummi reingemacht von den gebrauchten Stempeln, das ist jetzt dicht. Und den hatten wir nicht neu gemacht, das Gummi, da drückt das ein bisschen raus, den haben wir jetzt noch neu gemacht, der ist jetzt auch dicht. Weil das alte Gummi, was da in den anderen gebrauchten Zylinder war, war auf jeden Fall besser als das hier, das ist wieder dicht. So, dann haben wir weiter abgedrückt und dann lief das hier schon unten alles volle Pulle raus und das ist jetzt anscheinend... Ist das auch die Kupplung oder nur die beiden Bremsen? Also von hier pisst das von oben irgendwie her, kommt das her und hier drückt das oben außer links mit raus. Ja, das ist natürlich nur die Leitung, die wir nicht neu gemacht haben, weil es so kompliziert war. Da kommt man nicht so einfach hin, die hier nach oben. Ja, dann müssen wir da irgendwie leider auch noch mit bei. Scheiße. Kacke, du. Bier. Jo, kleinen Tick weiter sind wir jetzt schon. Und zwar war hier dieses Blech, ich weiß nicht, ob ich das eben gezeigt, weiß ich schon gar nicht mehr. Das kann man anscheinend einfach so abziehen. Was ist hingeschmissen da? Wir wussten zuerst nicht, ob das richtig fest ist. Christoph hat es dann einfach erstmal abgezogen. Oh, das ist nass. das ist halt so eine Verkleidung, halt wie so ein Kabelkanal. Man sieht ja, hier liegen die Leitungen dann drin. Und die eine Leitung hat auf jeden Fall ein Löchlein. Mach mal eben Licht an. Man sieht ja auch schon, wie gammelig das hier ist. Das ist anscheinend nicht der erste Tropfen, der da mal rausgewandert ist. Ich glaube, die mittlere war das, die ein Loch hatte. Auf jeden Fall kommen die drei jetzt auch neu. Jetzt kommt man hier einigermaßen hier ran. War noch nicht toll, aber ja, geht. Dann kommen die auch noch neu und dann soll es ja hoffentlich dann gehen. Toi, toi, toi. Genau. Hab mir eben auch schon gesagt, wahrscheinlich ging das vorher immer noch, weil das Loch ja nicht zu groß war. Und dann, als Christoph hier die Leitung vielleicht festgezogen hat, hat die dann den Rest gekriegt, dass sie dann ein größeres Loch gekriegt hat und deswegen pisst er das jetzt raus. Und natürlich, weil man dann mit dem Gerät hier noch ein bisschen mehr Druck ausübt, kann ich mir vorstellen, dass beim normalen Bremsen, erstmal bremst man nicht die ganze Zeit und auch nicht mit 2 Bar, also kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wie viel Bar dann da drauf sind, dass das deswegen noch ein bisschen doller rausdrückt. Ja. Naja, so ist mir der Stand. Jo, und wir machen erstmal Feierabend. Ich lade die Drohne nochmal eben für morgen. Da geht es nämlich ans Silo fahren. Das werdet ihr. Ja, mal gucken, vielleicht streame ich ein bisschen, muss ich mal schauen. Apropos Stream, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich alles so schneide, dass das Mittwoch online kommt, Mittwochmittag. Denn Mittwoch ist auch noch Farmvloggers United Stream und zwar bei Michi, Rosa Kuh, da auf dem Kanal. Um 21 Uhr hatten wir jetzt, glaube ich, gesagt. Da auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Ich hoffe, ich kann das einrichten, dass ich da mit bei bin. Weil ich, wie gesagt, noch Silo fahren bin. Genau, das war das. Ja, also ich versuche das jetzt im Moment erstmal wieder regelmäßig einzuhalten mit meinen 2 Vlogs die Woche. Deswegen haben mir auch schon viele geschrieben, ob ich gesund bin, dass so viele Videos kommen und dann auch noch über den Tag. Ich gebe mir Mühe im Moment. Im Moment kann man das einigermaßen einrichten. Genau, das war das. Ansonsten, das
Abdrückgerät kann ich sonst gerne und nochmal verlinken, wenn ich das nicht vergesse, packe ich das mit in die Liste, wo die ganzen Amazon-Sachen drin sind. Genau, und dann soll es das erstmal wieder gewesen sein. Oder was? Ja. Ab ins Bett. Ist auch schon wieder kurz vor 12 oder nach 12 schon, ich weiß gar nicht. 20 vor 12. Reicht auch wieder. Deswegen, besten Dank fürs Zusehen. Guck gerne auf Instagram einmal vorbei. Kuxland-Agrarvideos und Christoph-Holz. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen dann beim, oder für euch gleich, beim Farmvloggers United Stream und morgen vielleicht bei meinem Stream vom Silofahren. Bis dahin, seht zu.